Hi Leute, Alex hier von der Wilden Möhre. Wir probieren heute mal ein neues Format aus, weil wir haben gestern das Video, den Bericht von Frontal 21 gesehen. Da kommen wir auch vor als Wilde Möhre. Und das war für uns eine völlig neue Erfahrung, ein ziemlich schockierendes Video mit vielen Falschaussagen und problematischen Thesen. Und deswegen möchte ich jetzt mal mit euch das Video Schritt für Schritt anschauen und gerne mal ein, zwei Worte dazu sagen. Let's go! Auszusteigen. In den Revieren sorgt das aber für Konfliktstoff. Denn vielen Menschen macht der Strukturwandel, der damit einhergeht, mehr Angst als der Klimawandel. Die Politik wollte sie mit dem sogenannten Strukturstärkungsgesetz beruhigen. 40 Milliarden Euro Fördergelder bekommen die Braunkohleregionen demnach vom Bund für neue Arbeitsplätze und eine wirtschaftliche Zukunft. 40 Milliarden Euro. Das ist viel Kohle für die Zeit nach der Kohle. Doch die Gelder fließen bisher in Projekte, die kaum Jobs für die Kohlekumpel schaffen. Armin Körper und Michael Strompen berichten. Ja, das ist schon mal eine heftige These. 40 Milliarden, kaum Jobs für die Kohlekumpel. Da muss man dazu sagen, das Geld ist natürlich für den gesamten Strukturwandel. Dazu gehören natürlich auch Tagebau Kumpel, die sind sehr, sehr wichtig. Aber was mir hier ein bisschen vergessen wird, ist, dass es ja um viele Firmen geht, also auch um Leute, die mit der LEAG zusammenarbeiten. Die Arbeitsplätze wollen wir ja auch erhalten und dafür müssen wir Industrie finden, die das macht. Das kann zum Beispiel auch ein Festival sein, weil wir bauen da eine Kleinstadt. Wir beschäftigen viele der Dienstleistungsfirmen, die auch eine Braunkohlefirma beschäftigt und tragen so sicherlich auch zum Erhalt bei. Aber lass uns einfach mal weiter gucken, was da jetzt noch so kommt. Echte Arbeit für echte Kerle, das war das Versprechen der Industrialisierung in Deutschland. Doch mit dem Kohleausstieg soll das Geschichte sein. Die Politik hat viel. Echte Arbeit für echte Kerle, weiß ich nicht, finde ich irgendwie ziemlich befremdlich. Sind wir keine echten Kerle oder keine echten Frauen, weil wir nicht in der Kohle arbeiten? Ist unsere Arbeit da jetzt weniger wert? Ist das noch ein modernes Menschenbild, wie wir es leben wollen, wo die Kohlekumpel da in die Grube müssen, wie wir es hier beim Video sehen? Oder könnten wir uns nicht auch vorstellen, dass man andere Arbeitsplätze dadurch ausschafft? Hat irgendwie für mich einen bitteren Beigeschmack hier, dieser Einstieg. Viel Geld für neue Jobs versprochen, doch vor Ort macht sich Ernüchterung breit. Wir beobachten im Moment, dass immer mehr Leute, immer mehr Ministerien auch klebrige Finger bekommen. Heißt, die versuchen das Geld, was eigentlich für diese Region hier gedacht ist, irgendwo abzugreifen. Die Menschen sind skeptisch, dass sie auch wirklich am Ende, wenn ihr Arbeitsplatz hier entfällt, tatsächlich in einen neuen Job kommen. Und das ist auch berechtigt. Dabei hatte die Politik den Menschen in den Revieren ein Versprechen gegeben. Also ich finde das schwierig, diese These mit den klebrigen Fingern und der These, dass das dort nichts bringt, weil unsere Erfahrung ist, dass es ein sehr, sehr aufwendiger Prozess ist, um die Zusage für Fördermittel zu kriegen. Wir haben mehrere Mitarbeiter über einen sehr langen Zeitraum beschäftigt, weil man muss sehr, sehr viel dokumentieren, man muss sehr viel erarbeiten, man muss gute Ideen haben und das wird auch geprüft von Experten. Es gibt da diesen Werkstattprozess, da sind eben Experten aus den jeweiligen Branchen drin. Es gibt da sechs Werkstätten und nachdem die das geprüft haben und für gut befunden, erst dann kommt man weiter, dann wird geprüft bei Mitarbeitenden im Ministerium und so weiter und so fort. Das dauert seine Zeit und ist eben auch sehr aufwendig. Und ich kann zumindest für uns sagen, dass das ein sehr transparenter und auch guter Prozess war. Dass ich da keine klebrigen Finger gesehen habe und über die Arbeitsplätze, welcher Form, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden, wenn das Video weitergeht. Wir wollen erst die neuen Arbeitsplätze und dann den Kohleausstieg. Im Juli 2020 verabschiedet der Bundestag mit dem Kohleausstieg das Strukturstärkungsgesetz in Höhe von 40 Milliarden Euro. Das Ziel, Zitat: Die Finanzhilfen dienen der Sicherung der Beschäftigung im Zuge des Ausstiegs aus dem Braunkohleabbau. So sehen sie offenbar aus, die neuen Jobs. Ja, gut gemacht, Frontal. Einfach mal unser Video kopiert von der Webseite. Im Übrigen hat uns niemand gefragt dazu, über diese
Berichterstattung. Wir konnten keine Stellungnahme abgeben. Es wurde jetzt einfach genommen. Und jetzt werden Behauptungen aufgestellt, wie so sehen sie aus, die neuen Jobs, wo wir hier eine schöne Szene sehen von einem Yoga-Workshop. Brandenburg fördert mit dem Geld zum Kohleausstieg ein Techno-Festival, die Wilde Möhre. Ob hier... Die Wilde Möhre. Schön despektierlich ausgesprochen vom Sprecher. Unsere Gäste wissen das bereits. Wir sind kein reines Techno-Festival, sondern es gibt eben sehr viel mehr als nur Musik. Es gibt ein großzügiges Rahmenprogramm. Das hat man ja hier auch im Bild gesehen. Da wurde nämlich Yoga gemacht. Zudem haben wir Vorträge im Programm, wo es um gesellschaftliche Themen geht, aber auch um wissenschaftliche Themen. Wir haben viel, was man handwerklich erlernen kann. Wir haben teilweise auch Panels mit Politikerinnen, wo wir über wichtige gesellschaftsrelevante Themen diskutieren. Und ja, ich denke eigentlich, dass wir einen sehr großen kulturellen Beitrag leisten und eben nicht einfach nur ein Techno-Festival sind. Ob hier Bergleute Arbeit finden? Ob da Bergleute Arbeit finden, ist eigentlich eine witzige Frage, weil Bergleute arbeiten ja wahrscheinlich im Tagebau, beziehungsweise Tagebaumitarbeitende. Wer aber bei uns Arbeit findet, sind die Dienstleistenden, die auch für zum Beispiel die LEAG arbeiten, weil wir bauen im Grunde eine Kleinstadt und da braucht man natürlich Klempner, Elektriker, man braucht unheimlich viel Material und das findet alles statt und das ist natürlich auch regional. Also um das mal so ein bisschen zu greifen, ein Viertel unserer Ausgaben fließt direkt an Dienstleistungen oder Produkte, die wir in der unmittelbaren Umgebung beziehen. Nach gut einem Jahr Kohlegeld ist so mancher Euro geflossen. Nach Görlitz 5 Millionen für den Ausbau des Tierparks. Nach Bischofswerda 16 Millionen für ein Kulturhaus. 20 Millionen gehen nach Hoyerswerda für die Sanierung des Lausitzbads. In Drebkau erhält das Festival Wilde Möhre 19 Millionen. Ja, also schlechter recherchieren kann man eigentlich gar nicht. Erstmal ist bei sicherlich noch keinem Projekt wirklich ein Euro geflossen, weil wir stehen hier gerade erst am Anfang und es ist eigentlich eine wahnsinnige Frechheit, dass hier behauptet wird, das Wilde Möhre Festival bekäme 19 Millionen, weil es könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es wird nicht das Wilde Möhre Festival gefördert, sondern es wird das Projekt Wilde Zukunft gefördert und im Projekt Wilde Zukunft gibt es zwei Standorte. Der eine ist die alte Ziegelei in Mukwa, die völlig zerfallen ist, die wir wieder aufbauen, wo wir ein Erholungsgebiet schaffen mit 40 Arbeitsplätzen. Das andere ist der Veranstaltungsort in Göritz, den wir wieder aufleben lassen, wo wir auch wieder alte Strukturen sanieren und eben aufwerten. Es ist aber nicht einfach das Festival, das 19 Millionen bekäme. Auch die Summe ist so nicht richtig, weil es gibt einen Eigenanteil, den wir als Firma stemmen müssen. Der ist noch nicht genau definiert, weil das eben immer noch in so einem frühen Stadium ist und noch bestimmte Verträge geschlossen werden müssen. Wir müssen noch zeigen, welche Erlöse wir dadurch erwirtschaften und die werden nämlich gegengerechnet. Also man kriegt jetzt hier nicht einfach 19 Millionen geschenkt, um Halligalli zu machen und Technoparty. Nein, wir machen damit vernünftige Projekte und das hätte man jetzt auch anstelle von Frontal 21 einfach mal recherchieren können. Es steht im Internet oder man hätte uns auch einfach mal anfragen können, dass es hier nicht passiert und es ist enttäuschend zu sehen, dass jetzt hier solche Unwahrheiten über uns verbreitet werden, die wir ja letzten Endes jetzt ausbaden müssen. Die Bühne Senftenberg 6,5 Millionen für ein neues Requisitenhaus und Groß-Schönau, zugegeben ein wenig außerhalb, erhält immerhin noch 800.000 Euro für eine textile Kreativwerkstatt. Damit können wir gar nichts anfangen. Bei uns arbeiten Elektriker, Schlosser, Mechatroniker, aber auch kaufmännische Berufe. Und genau sowas brauchen wir, wertschöpfende Arbeitsplätze, industrielle Arbeitsplätze. Ja, ich würde mal in Frage stellen, ob der Kollege von der LEAG so zitiert werden wollte, weil das ist natürlich eine scharfe These, sowas brauchen wir hier nicht. Und es steht auch in keinem richtigen Kontext, weil natürlich auch ein Tierpark kaufmännische Berufe beinhaltet und auch ein Schwimmbad das gleiche braucht. Also es ist nicht so, dass dann alles irgendwo wegfällt. Natürlich gibt es einen Tausch und es gibt nicht jede Qualifikation, die man in jedem Bereich abdecken kann. Aber man muss auch einfach bedenken, wir stehen hier eben noch am Anfang. Hier werden hauptsächlich Kulturprojekte genannt. Ja, die schaffen andere Arbeit, aber das ist eben auch Strukturwandel, bedeutet ja nichts anderes, als wir wandeln die Arbeit, die wir dort haben können. Und kann jetzt sicherlich nicht erwarten, dass jeder von diesen Kulturbetrieben das übernimmt. Aber sie sind nicht gleich schlecht deswegen, sondern sie schaffen eben andere Arbeit für auch kommende Generationen.
In Wildau vor den Toren Berlins und etwa 1,5 Autostunden von der Lausitz entfernt, gönnt sich die Bundesregierung für das Robert-Koch-Institut ganz was Feines und Fortschrittliches. Ein Zentrum für künstliche Intelligenz. Kostenpunkt 310 Millionen Euro aus dem Strukturstärkungsgesetz. Kohlekumpel werden hier wohl kaum Arbeit finden. Die Tinte war noch nicht mal trocken unter dem jetzigen Strukturstärkungsgesetz. Da hat man schon angefangen mit dieser Trickserei. Und die muss aufhören. Und dazu gehören einfach, dass solche Entscheidungen erst einmal rückgängig gemacht werden. Ja, es ist eine heftige Forderung, die bestürzt mich ehrlich gesagt auch ein wenig, weil jetzt hier unterstellt wird, dass man quasi nicht durch einen legitimen Prozess gelaufen ist. Ich kann von unserer Seite sagen, wir sind einen sehr aufwendigen Prozess durchlaufen. Der bestand daraus, dass zunächst Experten aus ihrem jeweiligen Industriegebiet unser Konzept prüfen und dann wurde es ans Ministerium gegeben und dann von verschiedenen Fachkreisen nochmal geprüft, bis schlussendlich die Ministerrunde sich getroffen hat und dann darüber entschieden hat. Es haben unheimlich viele Leute gesehen, es gab unheimlich viele Nachfragen, wir haben sehr viel Material dazu erarbeitet. Auch für uns hat das sehr, sehr viel Zeit gekostet und wir haben außerdem gesagt, wir machen dieses Projekt und sagen, hier sind unsere Möglichkeiten, hier sind unsere Investitionen, damit wir eben auch Arbeitsplätze schaffen und damit man auch eine Alternative schafft zu dem, was jetzt erkommt. Und das wird einfach jetzt so mit Füßen eigentlich schon getreten und dann auch falsch dargestellt. Das ist extrem enttäuschend, weil es unser Schaffen, das Schaffen unseres Teams einfach total ignoriert. Zuständig für die Vergabe der Fördermittel sind die betroffenen Bundesländer. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke weist den Vorwurf der Verschwendung von sich. Immerhin, die Bahn will in der Lausitz künftig ICEs reparieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es schaffen können, 5.000 bis 6.000 neue Industriearbeitsplätze in der Region, in der Brandenburger Lausitz bis zum Ende der 28er, 29er Jahre zu bekommen. Und das ist der Weg, den wir gehen. Alexander, Linda und Tom würden das nur zu gerne glauben. Sie haben ihre Ausbildungen begonnen bei der LEAG in der Lausitz. Doch im Kraftwerk sollen schon bald die Lichter ausgehen. Wir haben noch ein bisschen Zukunft vor uns. Deswegen verwenden wir das Wort Perspektive immer so gerne, weil das ist einfach das, was uns gerade fehlt. Spremberg in der Lausitz. 21.000 Menschen leben hier, viele von der Kohle. Die Eltern haben es schon mal erlebt, dass blühende Landschaften versprochen wurden und am Ende die Massenarbeitslosigkeit kam. Die Leute hier wissen, was es heißt, wenn hier alles wegfällt und wenn hier dann plötzlich halt alles von vorne gestartet werden muss. Deswegen pochen wir auf diesen schnellen Wandel und nicht auf diesen langen. Ja, also ist erstmal sehr interessant, dass er sagt, sie pochen auf den schnellen Wandel, weil das hat ja auch bestimmte Implikationen. Das heißt, man muss dann eben auch etwas wagen, Prozesse vereinfachen und vielen die Möglichkeit geben, Projekte einzureichen. Ich finde, der Bericht macht eigentlich genau das Gegenteil, weil er nimmt einem jede Lust, sich daran zu beteiligen. Er demotiviert andere, weil man merkt, man wird einfach öffentlich zerrissen und zum Beispiel Frontal 21 gibt sich nicht mal die Mühe, das eben richtig zu recherchieren. Und am Ende steht man da, wie wir jetzt, völlig diffamiert, man wird angeschrieben, Leute fragen, was ist denn da los? Und man wird auch völlig missverstanden und findet natürlich keinen Anklang in der Region, wenn man als Gegner wahrgenommen wird, so wie es jetzt hier eben formuliert ist. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, denn es wird ja hier auch gesagt, dass wir frühzeitig aktiv werden müssen. Und das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist eigentlich zu sagen, wir schaffen die gleichen Jobs auf Zwang nochmal, die dann nicht langfristig haltbar sind. Aber deswegen muss man in den Strukturwandel investieren, der natürlich nachhaltig ist und man sagt, wir nutzen das, was da ist, was auch gebraucht wird. Und das ist in unserem Fall zum Beispiel, wir haben Tagebau betrieben, wir haben Löcher gebuddelt, die sind jetzt vollgelaufen mit Wasser. Wasser zieht Touristen an, also machen wir touristisches Angebot. Das ist ein nachhaltiger Strukturwandel und da muss es natürlich dann für Mechatroniker wie hier Tom Karl auch noch Jobs geben. Oder man muss eben sagen, okay, wir finden eine andere Lösung für dich in dem, was da jetzt entsteht. Weil wir daraus gelernt haben, zwar nicht direkt, weil wir ja nicht direkt mit betroffen waren, aber wir es natürlich von der alten Generation mitbekommen, wie es damals war. Die neue Regierung hat keine schnellen Angebote, aber sie will schnell abschalten. Die Grünen machen Druck bei den Koalitionsverhandlungen. Sie wollen den Kohleausstieg um 8 Jahre vorziehen.
bis 2030 wäre ein solcher Umbau der Lausitz, wie er versprochen und avisiert wurde, nicht möglich. In so kurzer Zeit geht das nicht. Es wäre eine Katastrophe für die Region, für die Belegschaft, aber auch für die Bundesrepublik Deutschland. Also ich finde, das muss man wirklich auch anerkennen. Das ist eine sehr schwere Situation, in der die Lausitz ist. Und wir haben da einfach einen Industriezweig, der jetzt natürlich gezwungenermaßen nicht mal selbstverschuldet schließt. Und ich finde es auch sehr gut, dass er sagt, wir brauchen jetzt den schnellen Strukturwandel. Das heißt aber auch, dass man natürlich einfache Genehmigungsverfahren braucht, dass es eben einen schnellen Prozess gibt. Und ich finde, so ein Beitrag tut eigentlich genau das Gegenteil, weil es wirft sehr viele Zweifel auf und es ist nicht mal richtig recherchiert. Es wird einfach behauptet, Wilde Möhre Festival bekommt das Geld, war es aber eigentlich was ganz anderes. Und wenn man sowas macht, dann verhindert man eigentlich überhaupt einen sinnvollen Strukturwandel. Man sollte eher gucken, dass man hier unterstützt, Leute dazu animiert, Anträge zu stellen, weil es gibt ja noch sehr viele Milliarden. Wir haben jetzt gerade mal eine Handvoll von Projekten gesehen. Es gibt auch noch viele Milliarden und es gibt immer noch die Möglichkeit für jeden, in diesen Werkstattprozess zu gehen und eigene Anträge zu schreiben und dann eben eigene Projekte auch umzusetzen, die auch wieder Arbeitsplätze schaffen. Man sollte dann aber nicht nur daran gemessen werden, ob das Arbeitsplätze für Tagebaukumpel sind, sondern es müssen natürlich neue Arbeitsplätze her, weil das ist ja ein Strukturwandel, also neue Arbeit. Und da finden wir auch für einige von den hier angesprochenen sicherlich neue Tätigkeiten, aber eben natürlich nicht für alle. Verantwortung nach Berlin und von dort geht der Fingerzeig zurück. Was wir im Moment noch nicht in der Weise antreffen, sind Richtlinien auch des Bundes zur schnelleren Förderung. Da sind wir mit dem Bund im Austausch. Also wenn man hier beschleunigen will, dann muss man sicherlich die Richtlinien auch noch vereinfachen. Das ist ehrlich gesagt das Gegenteil von Strukturförderung. Wir brauchen hier effektiv, einfach handhabbare Mechanismen. Und ich habe kein Verständnis, dass insbesondere die Landesregierungen, die das vor Ort umsetzen sollten, das ist deren Aufgabe nach Strukturstärkungsgesetz, dass die das nicht hinbekommen. Also auch da kann ich sagen, das hat eigentlich genauso funktioniert, wie es hier gefordert wird. Es gab Richtlinien, es gibt das Strukturstärkungsgesetz. Wir haben uns das sehr genau durchgelesen, überlegt, was würde dazu passen, wo können wir Lösungen anbieten. Wir wissen, wir können nicht für alles Lösungen anbieten, aber wir konnten Teilbereiche sehr gut abdecken, zum Beispiel touristisches Angebot, Zuzug junger Menschen, Steigerung der Lebensqualität für Anwohnende und noch vieles mehr. Und meines Erachtens nach gibt es diesen Prozess. Es zeigt jetzt aber auch, egal wie tief man den durchlaufen ist, es gibt trotzdem Berichterstattung, die das in keinem Moment würdigt und auch die Arbeit nicht würdigt und einfach irgendwas behauptet und Ressentiments schürt und eben sich nicht zu fein ist, um sich hinzustellen und zu sagen, das schafft ja überhaupt keine Arbeitsplätze. 19 Millionen verpuffen quasi im Nichts und sind pure Verschwendung. Das ist einfach eine Frechheit. Fazit: An die Gelder kommt vor allem, wer Übung im Ausfüllen von Anträgen hat und nicht, wer Jobs schafft. Ja, da ist es wieder diese Behauptung, wer Erfahrung im Schreiben von Anträgen hat. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben keine Erfahrung da drin. Wir sind ein junges Team. Wir haben uns was Sinnvolles hier überlegt, haben damit überzeugen können, aber wir sind keine Profis, wir haben niemanden extern engagiert, der das für uns gemacht hat, sondern wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wie viele andere auch, haben unsere Chance genutzt und was Gutes draus gemacht und es wurde befürwortet und es ist auch ein gutes Projekt und im Übrigen schafft es auch Arbeitsplätze, weil dieses touristische Gebiet, was wir dort ausbauen, wo Gäste zum Übernachten kommen, wo ein Restaurant ist, wo eine Sauna ist, wo die Seen aktiviert werden, wo Workshops gemacht werden und so, die brauchen haufenweise Personal und deswegen denken wir, dass dort ungefähr 40 Arbeitsplätze entstehen und natürlich beim Festival nochmal genauso, weil da ja auch mehr Aktivität dann stattfinden kann. Alles in allem leisten wir einen unheimlich wichtigen und wertvollen Beitrag zum Strukturwandel. Und das kommt hier überhaupt nicht zur Geltung. Stattdessen werden wir hier als der Buhmann dargestellt, bei dem das alles verschwendet wird. Wenn der Kohleausstieg vorgezogen wird, dann könnte auch das Festival Wilde Möhre früher mit dem Geld rechnen. Die Menschen in der Lausitz hätten dann früher und womöglich bessere Musik, aber kaum neue Jobs. Ja, es ist wieder mal piekfeiner Journalismus hier, auch logisch eigentlich gar nicht zu erklären, weil wie soll die Wilde Möhre früher an Geld kommen? Unser Projekt wurde bewilligt, wir sind jetzt im Verfahren, das lässt sich nicht beschleunigen.
Was aber wahr wäre, ist, dass für andere Projekte die Möglichkeit bestünde, früher ein Geld zu bekommen. Wenn es noch vereinfacht wird, umso besser. Dann können sich noch mehr einfacher diese Gelder besorgen und auch ihren Beitrag zum Strukturwandel leisten. Ich möchte allen danken, die hier zugehört haben und auch gerne noch mal ein paar Informationen da lassen, falls es euch interessiert. Und zumindest dieses Wilde Zukunft-Projekt einmal erklären, damit nicht so viele Missverständnisse entstehen. Also Wilde Zukunft, insgesamt 19 Millionen Euro Investitionen, die wir planen. Die werden bezuschusst vom Staat in noch nicht definierter Höhe, wissen es einfach noch nicht. Und es geht um zwei Standorte, die alte Ziegelei in Mukwa, die aktuell zerfallen ist und viel Vandalismus passiert ist, das einfach eine Ruine ist, die wir wieder herstellen, aufbauen, wir erhalten die Ziegelei, da kommt ein schönes Restaurant rein, wir erhalten die Seen, werten die wieder auf, da kommt, wie gesagt, eine Saunalandschaft hin, da kommt ein Sportplatz hin, die Werkstätten, die dort sind, die Garagen werden umgebaut zu Werkstätten, ein Atelier, ein Studio kommt da rein, viel, viel schönes Angebot, was für Anwohner nutzbar ist, aber eben auch für Menschen aus ganz Deutschland oder auch von mir aus der Welt, die da hinkommen können und die zu uns in die Lausitz kommen und bei uns Urlaub machen. Und um das eben alles aufzubauen, braucht es viele, viele Dienstleistende und natürlich auch im Betrieb braucht es viele Mitarbeitende, die dort tätig werden. Das andere ist die Veranstaltungsfläche in Göritz. Da gibt es eben baufällige Gebäude, fehlende Infrastruktur, die wird da jetzt geschaffen. Und da werden auch Maßnahmen getroffen wie Lärmschutz. Es wird noch grüner, als es ohnehin schon ist. Wir machen Gebäude wieder heile, kaufen auch Technik, damit es auch für andere Formate nutzbar ist. Und da entstehen zum Beispiel dann eben so Programme wie das Lusatia Festival, wo auch eine Kooperation mit dem Lausitz Festival passiert ist. Und wir machen auch Kinder- und Jugendfeste und vieles weitere, was sicherlich auch nicht unspannend ist für die Region. Genau. Ich kann nur sagen, wir sind anders als Frontal 21 transparent und offen. Wir erklären uns, wie in diesem Video, aber auch auf unserer Webseite. Und ich würde euch bitten, wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Wenn ihr Journalisten seid und zuschaut, ihr könnt uns vorab schreiben. Wir geben gerne eine Stellungnahme ab, stehen für Interviews zur Verfügung. Aber bitte, Leute, tut uns einen Gefallen, spaltet die Gesellschaft nicht, haut nicht solche Fehlmeldungen raus. Und vor allen Dingen lasst das nicht einfach auf meinem Team und mir ab, weil wir müssen uns dafür jetzt rechtfertigen und wir stehen dann Leuten gegenüber, die sagen, ja, das ist doch alles Blödsinn und das muss so nicht sein, weil wir uns echt angestrengt haben und einen wertvollen Beitrag leisten. Danke fürs Zuhören, macht's gut. Ciao.